dieser Titel hat mich gecatcht wie nur was, denn ich wollte es schon immer mal wissen. Alpecin, Lash und Brow Booster und Co. Die haarigen Lügen der Beauty-Industrie. Oh, was für ein geiles Wortspiel. Man könnte auch sagen, Saskia hat Haare auf den Zähnen, dass sie sich so einem Thema annimmt. Was gibt es noch für Wortspiele mit Haaren? Boah, Haare auf den Zähnen ist irgendwie richtig eklig, oder? Imagine. Naja, gut. Wir gucken rein. Ich bin gespannt. Sonntag, 18 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Blockbuster, denn ich weiß selber nicht, wie lange das Ganze wird. Aber um schon mal im Vorhinein zu erklären, worum es eigentlich geht. Ich kann es dir sagen, Sascha, es wird 22 Minuten 33. Und zwar geht es um Haare. Das Leben ist so unfair. Nicht um meine Haare, es geht allgemein um Haare. Wir alle kennen diese Werbung von diversen Produkten, die schnelleres Haarwachstum versprechen oder dass sie kaputtes und mattes Haar wieder gesund machen. Ja, Lüge. Oder dass wir sogar unser Haar behalten können. Warum ich Alpecin benutze? Weil ich meine Haare behalten will. Auch die Heilpraktik. Das Video ist echt gut. Liebe Sascha, bin durch sie auf dich gekommen. Wie kann man denn durch Sascha auf mich kommen? Habe ich da mal irgendwas kommentiert? Das würde mich jetzt mal interessieren. Dirk verspricht sich viele Wunder von Gerstengras und Kurkuma. Und ich bin mir auch sicher, dass ziemlich viele von euch schon mal gehört haben. Und so dreht sich also das ganze Video um das Thema Haare und wie sinnvoll diese Produkte sind. Ich habe nicht zugehört, so ein Pardon. Warte, ich muss nochmal zurückspulen, weil jetzt hier die Sascha-Sachen im Chat waren, habe ich nicht zugehört. John F698, vielen Dank für im vierten Monat Abonnement. Kuss geht raus. Ich wollte noch eine Sache sagen. Viele Menschen denken immer noch, und das muss ich wirklich mal anprangern, Sascha und ich wären die gleiche Person. Warum? Weil wir beide brutal gut aussehende Frauen sind, die sich kritisch in der Öffentlichkeit äußern? Mag sein. Weil wir vielleicht mal beide blonde Haare hatten? Mag sein. Aber da ist schon noch ein Unterschied. Okay? Es kann viele geben. Es kann nicht nur eine geben. Gehört haben. Und so dreht sich also das ganze Video um das Thema Haare und wie sinnvoll diese Produkte sind. Mann, jetzt hab ich... Warum ich Alpecin benutze? Okay. Weil ich meine Haare behalten will. Auch die Heilpraktik verspricht sich viele Wunder von Gerstengras und Kurkuma. Und ich bin mir auch sicher, dass ziemlich viele von euch schon mal gehört haben. Ist Gerstengras jetzt in Alpecin? Und so dreht sich also das ganze Video um das Thema Haare und wie sinnvoll diese Produkte sind. Und okay, okay, verstehe. Also ich muss sagen, ich habe schon oft, und ich habe sogar, glaube ich, jetzt gerade noch in meiner Dusche rumstehen, Plantur benutzt, weil das tatsächlich mir hilft, wenn ich das so phasenweise benutze. Dann merke ich, wie hier so neue Babyhaare kommen. Aber durch einen Kommentar seid ihr alle auf mich gekommen. Interessant. Lustig. Und da ich eigentlich gar nicht so viel Ahnung von Haaren habe, außer beim Friseur, ist es so, dass ich mir einen wundervollen Gast zur Seite geholt habe, von dem ihr später noch so einiges mehr sehen werdet. Denn bevor wir tiefer in das Thema Haare einsteigen, ist es wichtig zu wissen, was sind denn überhaupt Haare? Okay. Ich weiß, ihr denkt euch so, was? Alter, ist das hier ein Unterricht? Ja, es ist sowas wie ein Unterricht, denn es ist wichtig, viel über das Thema Haare zu wissen, damit man auch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür hat, wie denn Haare genau funktionieren. Haare bestehen nämlich aus dem gleichen Material wie Fingernägel und Fußnägel, aus abgestorbenen Zellen. Frage, wenn man jetzt so einen Fetisch hat für Fingernägel und Fußnägel, gibt's ja. Gibt's das gleiche auch für Haare? Es gibt ja so Menschen, die so alte Fußnägel von Frauen und so kaufen. Entschuldigung. Aber das müsste es dann ja theoretisch auch für Haare geben. Halten weder Blutgefäße noch Nerven, weshalb es euch auch nicht schmerzt, wenn euer Friseur an euren Haaren rumschnippelt, außer seelisch, wenn eure Friseurin es mal wieder verkackt hat. Moni, du machst mich fertig! Die Haarwurzeln in der Kopfhaut sind das Einzige, was leben und produzieren die Haarzellen. Diese schieben sich nach oben und werden zu sogenannten Spindeln, welche dann zu langen Fasern werden und durch das Verdrehen untereinander werden sie dann im Endeffekt zu Haaren. Wie viele Haare der Mensch auf dem Kopf hat, hängt von vielen Faktoren ab, natürlich auch, wo man herkommt. Und vor allem hängt das auch ab von der Haarfarbe. Blonde Menschen, also nicht gefärbte, sondern naturblonde, haben das feinste Haar, aber auch das meiste Haar. Ich nicht. Man sieht meinen Ansatz. Oh Leute, ich muss mal wieder zum Friseur bald. Schwarzhaarige und Brünette haben eher dickere Haare, jedoch rund 100.000. Und Rothaarige haben durchschnittlich 90.000.
Ich habe das Gefühl, ich habe weniger Haare und dünne Haare. Gibt es die Kombination auch? Oder bin ich das letzte Einhorn? Falls ihr das Gefühl habt, euer Haar wächst nicht, muss ich euch tatsächlich korrigieren, denn das Haar wächst. Und zwar ganze 0,3 bis 0,4 Millimeter pro Tag, was schon auf einen Wert von 1 bis 1,5 Zentimeter durchschnittlich im Monat kommt. Warte mal, 1,5 Zentimeter im Monat. Dann müsste ich ja rechnen können, wann ich das letzte Mal beim Friseur war. Jetzt ziehe ich so und das ist einfach nur eine Perücke. Dann müsste ich ja theoretisch... Wie viel ist das denn hier? Ich kann so schlecht Größen einschätzen. Dann müsste ich auf jeden Fall vor so anderthalb Monaten beim Friseur gewesen sein. Aber ich glaube, das ist schon länger her. Aber meine Haare wachsen auch langsam, würde ich sagen. 3 Zentimeter? 2? Mathematik? 2 Monate? Ja, doch, könnte hinkommen. Das Haar wächst tatsächlich nicht gleichzeitig, sondern rund 15% unserer Haare sind in einer Art Ruhephase. Es gibt insgesamt 3 Phasen des Haarzyklus. Es gibt die Wachstumsphase, die etwa 2 bis 6 Jahre andauert. Phase 2 ist die Übergangsphase, welche durchschnittlich 2 Wochen beträgt. In dieser Phase löst sich das Haar. Hä? 2 bis 6 Jahre und danach wachsen meine Haare nicht mehr? Verstehe ich nicht. Ah, die dritte... Ach so, das ist immer so ein Zyklus von entweder ungefähr 2 Jahren oder 6 Jahren. Okay. Phase ist die Ruhephase, welche circa 2 bis 4 Monate dauert. In dieser Phase ist die Haarwurzel vollständig getrennt und bekommt keine Nährstoffe mehr, wodurch es ausfällt. Das heißt, Haarverlust ist eigentlich sehr natürlich und so können wir 50 bis 150 Haare am Tag verlieren und das ganz normal. Jedoch gibt es auch verstärkten Haarausfall, der eben verschiedene Faktoren haben kann. Hormonelle Veränderungen, Wechseljahre beispielsweise oder auch Schwangerschaften. In der Regel wird das wieder normal, wenn der Hormonhaushalt wieder ausgeglichen ist. Dann gibt es aber auch Krankheiten wie kreisrunden Haarausfall. Und dann gibt es auch Leute, die darüber Witze machen und andere Leute, die denen dann eine schallern. AKA Oscarverleihung. Beispielsweise verstärkt bei Männern auftritt, aber auch bei Frauen auftreten kann. Das heißt... Wie bei der Frau von Will Smith. Alisa 10, vielen Dank für 44 Bits. Frauen sind auch nicht verschont davon. Ich habe keine Haare mehr, weil die mir mit 13 ausgefallen sind. Krass. Ich wusste gar nicht, wieso und was da... Vor allem auch an den Wimpern und an den Augenbrauen. Ich dachte, das geht, bezieht sich nur auf den Kopf. Kreisrunder Haarausfall. Passiert und so weiter. Wir sind dann irgendwann zum Arzt. Wir waren aber natürlich zu Hause und haben gegoogelt. Und dann sind wir relativ schnell auf Alopecia gestoßen. Mhm. Unter anderem ist aber auch Stress ein hoher Faktor, der Haarausfall auslösen kann. Die Angst vor Haarverlust ist also ein Thema, was sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ich meine, wenn es durch einfache Faktoren wie Stress ausgelöst werden kann, haben bestimmt schon viele Menschen unter Haarausfall gelitten. Und ja, ich finde es halt krass, irgendwie beim Thema Haarausfall, muss man sagen, es betrifft wahrscheinlich mehr Männer als Frauen. Und viele Männer haben damit auch wirklich so, also manche Männer schützt gar nicht, aber viele haben damit so ein bisschen Problem, gerade wenn es hier oben so ein kreisrunder Haarausfall wird. Aber ich glaube, die wenigen Frauen, die es haben, die trifft das oft noch mehr. Weil, ich weiß, es ist wieder so ein Gender- und Geschlechterklischee, aber es ist ja schon so, zumindest üblich für eine Frau, jetzt nicht mal lange Haare zu haben, aber auf jeden Fall so, Haare zu haben und keine zu haben, gerade als Frau, ist, glaube ich, für viele erstmal eine mentale Belastung. Ich meine, es gibt natürlich auch viele, die sich freiwillig eine Glatze schneiden und so, aber ich glaube, wenn du das unfreiwillig bekommst, kann das schon schwer sein als Frau. Aber ich glaube, als Mann ist auch nicht so dolle. Aber ja... Aber Männer können dann halt einfach komplett Glatze und dann den Pumper-Look und so, dann ist das sogar, ich darf nicht so viel über so Klischees und so reden, ne, komm, wir hören auf. Sonst werde ich wieder von irgendwem gecancelt. Das ist auch ein Thema, was sich viele Firmen zunutze machen. So sind Produkte wie Alpecin und Plantur 21 verbreitete Wundermittel, die einem Haarpracht versprechen. Aber die Frage ist, wie viel Wahrheit steckt eigentlich dahinter? Da bin ich jetzt mal gespannt, weil wie gesagt, also Plantur hat bei mir auf jeden Fall mal geholfen. Ob das jetzt vielleicht nicht gut ist, das kann natürlich sein. Wie bereits angekündigt, habe ich mir meinen Special Guest geholt. Ich habe ihm einen fantastischen Auftritt versprochen. Deswegen, Leute, bleibt dran, ich habe mir viel Mühe gegeben. In einer Welt, die voll ist mit Werbung für Lash & Brow Booster und Pomelo, gibt es ihn. Leon aka X. Lash Booster funktionieren auch. Weiß ich, definitiv, aber auch da ist noch nicht so erwiesen, ob das eventuell schädlich für die Äuglein sein könnte. Skincare.
schonungslos ehrlich sagt er, was Sache ist. Manchmal ein bisschen zu ehrlich. Sieht auch heute so aus wie so eine Obdachlose, finde ich. Die Mission ist heute, mich nur fertig zu machen. Kann das sein? Oha, ich bin voll nett zu dir immer. Tu mal nicht so. Viele Menschen verdanken ihm mehr Geld im Portemonnaie durch die Aufklärung über Furzprodukte. Auch ich. Euer Girls. Und so ist er extra angereist an sein iPad, um extra hier sein zu dürfen. Ich habe hier 24 Tim. Ne, was? Nicht wundern, der Ton wird im Laufe des Videos besser. Am Anfang ist es so ein bisschen schneller, Müll, okay? Aber das regelt sich dann im Laufe des Videos. Gibt es Shampoos, die gegen Haarausfall helfen? Tatsächlich gibt es keine Shampoos, die helfen. Es gibt viel Werbung drumherum und es gibt viele Aussagen wie: Ja, das hilft aber laut klinischen Studien. Diese klinischen Studien sind so mit 5% Koffein im Schnitt, nagelt mich bitte nicht drauf fest, irgendwie so ein Schnitt gemacht. Koffein kann Durchblutung fördern. Durchblutung fördern bedeutet, dass Nährstoffe besser transportiert werden. Ist cool. Ich muss ehrlicherweise sagen, die Firmen können diese Aussagen nicht belegen. Unabhängige Studien konnten das, was die Firmen behaupten, auch nicht belegen. Damit habt ihr auch meine Antwort. Ich würde nicht darauf setzen. Also wer wirklich einen Haarausfall zu kämpfen hat, sollte immer erstmal natürlich, ganz kurz auf den Tipp für die Follower, es geht gar nicht so darum, um Dermatologen. Also Dermatologen sind immer gute Anlaufstellen, um zu gucken, was ist das? Ist es genetisch bedingt, stressbedingt, hormonell bedingt? Endokrinologen, da lohnt es sich immer zu gucken, aber generell wirklich auch zu Ärzten zu gehen. Das lohnt sich bei dem Thema, weil das ein ernstes Thema ist und sehr viel belastet. Da sollte man nicht auf Werbung reinfahren. Denn ich sage jetzt nicht, dass es Verbrauchertäuschung ist, nur ich finde das dann ganz schön kritisch, wenn die Firmen sehr krasse Behauptungen aufstellen, die offensichtlich nicht belegbar sind. Und was? Also ich würde auch sagen, natürlich kann wahrscheinlich, wenn du jetzt sagen wir über kreisrunden Haarausfall hast, gerade als Mann, kann wahrscheinlich ein Alpecin-Shampoo das nicht verändern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest das so ein bisschen das Haarwachstum anregen kann. Weil wie gesagt, also meine Erfahrung, aber man kann natürlich nicht von sich selbst auf andere schließen, war, dass als ich so ein scheiß Shampoo mal benutzt habe, meine Haare viel schneller gewachsen sind und auch viele kleine Babyhaare nachgekommen sind. Aber vielleicht war es auch nur Zufall. Vielleicht war mein Haar gerade zufällig in der Wachstumsphase. Was halt viele Firmen machen, warum man das Gefühl hat, oh, dieses Shampoo hilft doch irgendwie, die entfetten sehr stark. Sie haben keine Rückfette. Also sowas wie Panthenol oder weichmachende Öle, Silikonöle, Pflanzenöle, das haben sie alles nicht. Sie sollen die Kopfhaut stark entfetten, dass wenn ihr dann durchgeht, das Gefühl habt, oh mein Gott, meine Haare fühlen sich jetzt schon fester und dicker an. Das, nee, okay, das meine ich nicht. Das ist reines Marketing. Das heißt also, Koffein-Shampoos, wo wir den Namen jetzt nicht nennen müssen, würdest du jetzt kein Go geben? Nein, ich würde zu Pezin kein Go geben. War gut, dass du das umschrieben hast. Aber es ist nur meine Meinung. Sehr gut. Was hältst du von Masken und Shampoos, wo steht mattes und kaputtes Haar etc., die versprechen, das zu reparieren? Das hatte ich unten einen Tannenbaum. Pantene Pro-V hat meinem Haar seine Stärke zurückgegeben. Haare können nicht repariert werden, sind Haare kaputt. Ja, die sagen ja auch nicht reparieren, die sagen clevermäßig in der Werbung hat meinem Haar die Stärke zurückgegeben. Das ist alles so schön, so legal umschrieben. Kaputt sind sie kaputt, Haare bestehen aus ganz vielen Brücken, das Haar ist sehr... Hab einen Kollegen, der hatte Alopecia areata, das verging. Inwiefern verging das? Und was ist Alopecia areata? Das ist schlimm. Das vergeht von Natur aus. Okay, das ist dann nur an manchen Stellen, oder was? Kompliziert aufgebaut. Das Haar außerhalb eine Schuppenschicht. Dann hast du halt Keratin überall. Dann hast du halt die Sulfidbrücken, die die Haare irgendwie stabil halten. Das ist so der Hauptstabilisator, wenn ihr so wollt. Das sind so Verbindungen, die einfach alles sehr stabil halten. Wenn diese Brücken kaputt gehen, fängt dein Haar auch an zu brechen. Und gegen erblich bedingten Haarausfall bei Männern hilft Minoxidil und Finasterid, Beta-Testosteron-Blocker. Ich habe keine Ahnung, das war jetzt hier nur eine Nachricht, die ich vorgelesen habe, aber dazu gibt es bestimmt, ich glaube, wenn man mit einem Arzt spricht oder verschiedenen, die smart auf dem Gebiet sind, dann ist das vielleicht erstmal besser, als sich einfach ein Shampoo nur zu holen. Was passiert oft, weil zum Beispiel viele beim Shampoonieren, die gehen in die Haarlängen. Haarlängen shampoonieren wir nicht, wir shampoonieren wirklich nur den Haaransatz. Immer bei kurzen Haaren geht das nicht anders, ich weiß. Aber bei längeren Haaren bist du nur den Haaransatz, nicht irgendwie die Haare rauftürmen und viel schäumen. Ihr macht nur die Haare kaputt. Ja, aber wenn man das ausspült, dann läuft es doch automatisch in die Längen. Total in Ordnung. Und das reicht auch, um die Längen zu säubern. Aber dieses aktive Säubern der Längen, dass man sie wirklich aktiv wäscht, das braucht man nicht. So. Macht ihr das, Chat? Ich mach das nicht. Ich shampooniere immer nur den Ansatz und durch die Längen lasse ich es so durchlaufen. Wobei, wenn ich Silbershampoo benutze, dann natürlich überall. Kann man Haare aufbauen? Nein, kannst du nicht. Also du kannst diese Struktur nicht aufbauen. Ich weiß, es gibt so Marken wie Olaplex, die das sehr stark bewerben. Auch hier immer mit einer Prise Salz nehmen. Diese Firmen haben sehr viel Geld für diese Patente bezahlt und diese Patente konnte man konnte die Ergebnisse nicht reproduzieren. Und diese Ergebnisse werden auch nicht veröffentlicht. Wir können nicht einsehen, ob was wirklich geschickt ist. Das sind nur Aussagen, die wir tätig sind. So wirklich das einsehen können wir alle nicht.
ich würde mich nicht darauf verlassen. Ich würde nicht aktiv diese Produkte kaufen. Zum Pflegen ganz schön und können auch Schaden vermindern. Das ist das Interessante. Sie werden ja gerne mal blondieren, viele empfohlen solche Produkte. Das ergibt auch Sinn, dass man Schaden damit reduziert. Frage, kann man die Studie nicht nachmachen mit einer ähnlich gut konzentrierten Maske, mit ähnlich guten Inhaltsstoffen, die nicht Patentinhaltsstoffe haben, weil das wird gemischt und hier und da und dann kann man die Schaden reduzieren. Das weiß ich nicht. Ich bin kein Friseur, falls Leute das wissen, gerne mal rein. Bitte erwartet nicht von einer Maske oder einer Spülung, dass sie eure Haare reparieren. Okay, ja, ich würde nur sagen, ich gehe noch gleich auf eine Frage im Chat ein, ich würde aber schon sagen, also nicht reparieren, aber die können natürlich, zum Beispiel so Spülungen können natürlich Sachen kaschieren. Also jetzt nicht unbedingt, dass die meine Haare reparieren, im Sinne von, dass die dann nicht kaputt sind, aber bei mir ist halt so, dadurch, dass ich natürlich sehr, sehr blondiert bin, dass wenn ich keine Spülung benutze, wo Silikone zum Beispiel drin sind, dass, also Silikone erschweren das Haar, bla bla bla, juckt. Silikone sind nicht so schlimm, wie man denkt und wie die Werbung einem immer verspricht, indem sie sagt, ohne Silikone, nein, Silikone können sogar sinnvoll sein. Und dementsprechend, wenn ich eine Spülung benutze, kann ich meine Haare viel besser kämmen und dadurch habe ich natürlich dann weniger Haarbruch und weniger Haarstrapazen. Dementsprechend, ja, also ich benutze zum Beispiel schon gern mal so eine Schadenlöcher-Spülung oder was auch immer. Ich gehe da nicht davon aus, dass das meine Haare gesund macht, sondern einfach, dass ich die halt besser durchkämmen kann. Und jetzt wollte ich noch auf die Frage von Xaumaf eingehen. Warum Silbershampoo, damit die, deine blonden Haare weniger gelblich aussehen? Ja, muss ich leider machen, weil wenn ich kein Silbershampoo benutze, dann sind meine Haare nach ein paar Wochen sehr, sehr gelb. Also wirklich sehr gelb. Und dementsprechend muss ich das ab und zu machen. Haare kaputt, schnell ab, das ist die beste Lösung. Damit tut man seinen Haaren wirklich den größten Gefallen. Und, falls es geht, ich weiß, gerade für Menschen, die sich sehr gerne blondieren, schwierig. Blondieren ist einfach krasses beschädigende Haare. Nein, also, stopp! Ja, ich weiß, wir wollen alle blond sein. Wie bereits im Video angeschnitten, gibt es manche Produkte wie Gerstengas und... Mir doch egal, ey, meine Haare sind doch eh tot. Sollen die doch heulen gehen. Kurkuma oder auch die Kombination aus diesen beiden Produkten, die einen verstärkten Haarwachstum versprechen. Und mit Sicherheit haben auch einige von euch davon gehört. Und so versprechen auch Blogger Rezepte und tolle Ergebnisse und sagen, hey, das ist mein Wundermittel. Man findet die Rezepte online, jedoch belegbare Studien findet man nicht online. Wo sich dann die Frage... Aber man darf natürlich auch nicht, liebe Leuts und Leutens, den Placebo-Effekt unterschätzen, ne? Der ist natürlich auch teilweise da. Angestellt, wie genau lassen sich die Ergebnisse einordnen? Was hältst du von Gerstengras? Ich habe das jetzt letztes Mal nicht angesprochen. Ich mache mich einmal ganz kurz so richtig unbeliebt bei dieser Heilpraktiker-Bubble, aber es ist für mich okay. Ich werde es verkraften. Bitte, wenn ihr mir dumme Kommentare schreibt, spart euch, ich blockiere es eh weg. Das wäre es einmal ganz kurz abfrühstücken. Wissenschaft hat keine eigene Meinung. Du sitzt nicht in der Wissenschaft und diskutierst und sagst, meine Meinung ist aber. Das gibt es nicht. So funktioniert. Du musst deine Meinung belegen können. Hast du eine These, belege sie oder Ruhe. Nicht meine Meinung ist aber. Weder Gerstengras, noch Kurkuma, noch Hagebutte, noch sonst was hat eine Wirkung auf das Haarwachstum. Viele Leute berichten, sie trinken das und haben vermehrtes Haarwachstum, sehr starkes Haarwachstum. Dann fragst du sie, wie lange, das können sie dir nicht sagen. Sie messen ja ihre Haare nicht, woher sollen sie es wissen? Sie haben aber ein Gefühl, dass sie länger sind. Die Haare wachsen im Schnitt um die 1 cm in einem Monat. Das ist ganz schön viel, das ist gar nicht so wenig. Das ist immer mit einer Prise Salz zu nehmen. Gibt es Studien dazu? Nein, man konnte diese Wirkung gar nicht belegen. Bei dem ist echt viel mit einer Prise Salz zu nehmen. Es ist, Gerstengras hat sicherlich spannende Nährwerte, sehr spannende Inhaltsstoffe, die durchaus gut für den Organismus sein können. Da möchte ich gar nicht irgendwas gegen sagen. Hilft es, Haare aktiv zum Wachsen zu bringen? Nein. Und da möchte ich auch nicht, dass das hier schön geredet wird. Wenn du das Gefühl hast, dass das dir hilft, you go, girl. Alles gut. Aber das ist dein Gefühl. Und Gefühle haben wir alle und die sind alle berechtigt, aber sie sind nicht belegt. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen diese... Ist es wirklich so? Gibt es da keine einzige Studie zu? Keine eine? Diese Bubble hat auch wenig Toleranz dafür. Ich sehe es bei Kurkuma sehr stark. Kurkuma hilft in dieser Bubble gegen alles. Und sobald ihr das Gefühl habt, ein Stoff hilft gegen alles, sollten bei euch alle Alarmglocken angehen. Oh, Kurkuma ist super spannend. Kurkuma ist fucking spannend. Es ist wirklich eine super spannende Wurzel. Wirklich. Es gibt so spannende Studien dazu, ob es wirklich tatsächlich helfen kann bei gewissen Krankheiten, ob es bei Blutkrankheiten helfen kann, ob es bei Übergewichtigen helfen kann, ob es ja entzündungshemmend ist, hat ja entzündungshemmende Eigenschaften. Das habe ich schon oft gehört. Lieben wir ab. Alles ist in Maßen, glaube ich, auch gesund, aber in Massen vielleicht auch dann wiederum ungesund, ne? Weil da kommt so ein Rattenschwanz. Es muss mit Öl konsumiert werden, es muss mit Piperin, also mit Pfeffer, in der richtigen Dosis. Es muss zum Milligramm davon, zum Kurkumin, richtig im Verhältnis zum Piperin sein. Es muss in Fett, es muss mit Milch, es muss das, es muss hier. Das sind alles so Sachen. Goldene Milch. Die werden nie mit einem Satz erwähnt. Man sagt nur, wie geil das alles ist. An dieser Stelle ist es nochmal wichtig zu sagen, dass wir hier keinem Ergebnisse absprechen möchten. Beispielsweise habe ich auch Gerstengras und Kurkuma zu Hause, weil ich auch schon mal davon gehört habe. Es ist kein Front oder sonst irgendwas, sondern es geht nur darum, das Objekt zu betrachten. Ich überlege gerade, was ich so zu Hause habe an Heilmittelchen. Eigentlich nichts. Ich schluck keine komischen
ab und zu mal Vitamin D und ab und zu mal Magnesium, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege irgendwie oft Krämpfe und so, aber ansonsten nichts. Welche Studien gibt es dazu, welche Messungen gibt es dazu? Falls das bei euch klappt, freuen wir uns, und wenn es nicht klappt, dann ist das so. Hausfall hat wirklich zig Gründe, das ist super kompliziert, nicht einfach. Stress einer der größten Gründe, deswegen sage ich auch, glaube ich, ganz fest daran, warum diese Shampoos wirken bei manchen, ist der Placebo-Effekt. Hä, da Chamoin schreibt, du mit blond würde krass aussehen. Hä? Ich bin doch blond. Was? Sie glauben, sie verwenden ja schon ein Produkt, was funktionieren soll. Es muss ja funktionieren. Steht ja drauf. Und in dem Moment... Oh ja, Vitamin B12. Ja, ich muss sagen, ich habe aufgehört. Boah, das, sorry, dass ich hier so oft unterbreche und vom Thema abdingse. Ich muss sagen, ich habe aufgehört aktuell mit Vitamin B12. Ich weiß, ich habe ja auch noch die ganze Zeit das Buch von Nico Rittenau zu Supplements in der veganen Ernährung liegen. Das muss ich unbedingt mal richtig lesen. Aber ich habe aktuell aufgehört mit Vitamin B12 aus folgendem Grund, weil das bei vielen Sachen ja beigesetzt wird. Also sagen wir mal, in meiner, es gibt eine Milch, eine Mandelmilch von einer Marke, die etwas teurer ist, da ist Vitamin B12 zum Beispiel beigesetzt. Und wenn man zu viel Vitamin B12 konsumiert, also ich merke das sofort, ich kriege insane Pickel. Also hier so, hier. Das geht ganz schnell, nach ein paar Tagen schon. Und dann, wenn man das dauerhaft nimmt, bleiben die auch. Deswegen bin ich immer so, das Beigesetzte reicht vielleicht aktuell, aber ich bin, ja, ich muss noch mal ein bisschen tiefer in die Thematik eintauchen. Aber ich denke mir so, ich ernähre mich schon einigermaßen gesund und vielseitig. Gibt viele Menschen, die sich schlimmer ernähren und trotzdem sehr alt werden, also ihr wisst. Glauben Sie, dass das funktioniert? Stresslevel sinkt, Sie sind beruhigt und dadurch kann schon tatsächlich die Wirkung eintreten, dass weniger Haare einfach ausfallen, die durch Stress ausgefallen sind. Und das sind so Sachen, die darf man darf Placebo nie unterschätzen. Oh, guck mal, habe ich doch eben noch gesagt. Niemals darf man Placebo unterschätzen. Placebo ist so krass. Ja. Wirklich. Und es geht gar nicht um den Placebo-Effekt, dieses ich bete mir ein, sondern allein der Gedanke, dass ich weiß, dass ich jetzt etwas nehmen werde, was helfen kann, reicht schon, ja, um die Wirkung auszusenden. Also Placebo ist schon krass. Placebo ist richtig cool. Einige von euch, die schon tiefer in der Szene sind und Menschen wie Mrs. Bella oder Luisa Jindawi folgen, sollten auf jeden Fall schon mal von dem ominösen Lash and Brow Booster mitbekommen haben. Ich habe euch heute einen Rabatt. Aber der, also da kann mir keiner erzählen, dass der nicht funktioniert, weil ich hatte mal eine Phase in meinem Leben und auch da sage ich wieder, da war ich ein, okay, nicht unbedingt Vorreiter, aber also viele auch meiner Freundinnen und so haben das sehr früh schon benutzt. Brow Booster. Vielen Dank für 100 Bits, Anna. Danke. Und ich habe das dann irgendwann aufgehört zu benutzen, weil ich mich mal belesen habe und gemerkt habe, ach ja, krass, okay, da gibt es noch gar keine Langzeitstudien, was das vielleicht mit den Augen macht. Aber diese Lash-Booster, die sind wirklich insane. Also da gibt es Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die hatten danach so Wimpern. Also die werden halt richtig lang und fallen nicht mehr aus. Und dementsprechend, also das funktioniert zu 100% und das ist auch nicht nur Placebo. Aber es ist teilweise hormonell und halt direkt an den Augen. Und es ist noch nicht die Langzeitwirkung davon bekannt. Deswegen würde ich es an eurer Stelle eher lassen. Meine persönliche Meinung. Was war für die Lash & Brow Booster versprochen? Und an alle, die nicht mehr warten können. Hier ist meine nächste Packung. Das Ding hat bei mir Wunder bewirkt. Also aber die haben ja halt teilweise auch alle Fake-Wimpern. Und bewerben dann Lash & Brow Booster. Sei es jetzt in Bezug auf Wimpern. Bevor sie ausfallen und werden damit auch teilweise dunkler und stärker. Und länger. Ich habe, by the way, den Lash und Brow Booster da. Ich habe den hier, ne? Ich habe vorhin gesehen, ich habe den noch da. Ja, Erich, ich habe den mir auch mal bestellt. Ich habe den auch mal ausprobiert. Ich habe mir so, komm, why not? Hat bei mir nichts gebracht. Aber die Vorher-Nachher-Ergebnisse sind ja tatsächlich sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Also wenn dafür Werbung gemacht wird, dann werden die Bilder eingeblendet und die Ergebnisse sind ja wirklich fantastisch. Da sind zu 100%. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass das auch klinisch bestätigt werden kann. Bestimmt, weil das ist wirklich, das macht so einen Effekt. Aber wie gesagt, das ist teilweise hormonell und ich würde es nicht riskieren, dass man da vielleicht in 20 Jahren dann irgendwie sein Augenlicht verliert. Keine Ahnung. Ja, und auch die Brauen sind so voll, es ist unglaublich. Ja. Also das ist ja schon dann irgendwo doch was aktiv den Haarwachstum, das Haarwachstum beeinflusst. Ne? Machst du kurz einen Zirkel, ne? Den Haarwachstum, das würde ich eher machen. Das ist nur mein Fehler. Ich war durcheinander, zu viel mit dem geredet. Also erstmal ganz wichtig, es gibt zwei Kategorien von Wimpern und Augenbrauenprodukten. Die einen sind hormonelle Produkte und die anderen. Boah, Leute, ich bin so smart, ohne dass ich mich vorher belesen habe. Ich wusste es sogar. Dann nicht, das ist aber Unsinn. Prostaglandin ist ein Stoff, der in Studien. Das ist Unsinn, okay. Gezeigt hat, dass man hat damit den grauen Star behandelt bei Leuten. Hat dann festgestellt, krass, die Leute. Bei Vitamin 12 gibt es eigentlich keine Probleme. Ihr bemerkt einen Mangel daran, dass ihr ein Kribbeln anfangt zu bekommen in eurem Nervensystem. Ja gut, das ist aber dann schon langer und später Mangel. Aber Vitamin B12 kann man, wie gesagt, auch zu viel nehmen. Die sind oft
auch sehr stark überdosiert, die Mittelchen. Die Leute haben immenses Wimpernwachstum gehabt, also immenses Wimpernwachstum. Über den Zeitraum, 2-3 Wochen macht man so eine Kur, um das zu behandeln und haben dann das. Hat dann aber auch Nebenwirkungen gezeigt. So, und dann hat man Derivate genommen. Derivate sind Abkömmlinge, das heißt, es ist kein Hormon mehr. Das ist ganz wichtig. Prostaglandin-Derivate, ich habe einen Beitrag dazu, gibt es aber auch auf Wikipedia eine wirklich gute Liste. Okay, spannend. Vielen Dank, die Farmerin, für mein Abo. Das empfehle ich euch wirklich. Diese Prostaglandin-Derivate, findet ihr halt in diesen Listen, sind ganz nice to have, wirken auch, sie haben tatsächlich eine Wirkung, sie haben auch krasse Nebenwirkungen. Und das ist das, was ich an allen Influencern auch jetzt hier mal ganz Statement, klärt eure Follower über die Nebenwirkungen auf. Diese Stoffe sind nicht harmlos. Also, in der Regel verfärbt sich der Wimpernkranz ein bisschen dunkler. Das bleibt auch lange. Das geht gar nicht so schnell wieder. Bei manchen geht es gar nicht weg. Also habt. Seht ihr, Leute, Hormone am Wimpernkranz können, wie gesagt, Nebenwirkungen haben. Bindehautentzündungen, verschlechterte Sehschärfe. Ah! Überlegt mal, das ist einfach. Da kriege ich ja schon wieder die Krise, ne? Dass dafür. Also, ich würde zum Beispiel selbst nie für einen Lash Booster oder so Werbung machen, weil ich, wie gesagt, davon schon gehört habe, dass das eventuell Nebenwirkungen haben könnte und nicht so erforscht ist. Aber das ist wieder so. Da kriege ich wieder so das kalte Kotzen, dass da wirklich auch gar nicht drüber aufgeklärt werden muss, scheinbar. Scheinbar ist das legal, irgendwelche Hormonsachen zu bewerben in Deutschland und es muss nicht drüber aufgeklärt werden. Sehr komisch. Das ist im Auge. Bei vielen haben auch Reizungen im Auge, also Rötungen im Auge. Okay. Die meisten tendieren dazu, richtig Lidkrampf. Augenschatten zu bekommen, dass es immer dunkler hier im Innenwinkel wird und auch unterm Auge. Das wollen wir nicht, damit siehst du immer müde aus. Krasse Nebenwirkungen, die treten auch nicht so häufig auf. Boah, Leute, ich mit meinen Tränensäcken hier, ey. Irgendwann begleitet ihr mich zum Beauty-Doc und dann. Nein, Spaß, natürlich nicht. Hätte viel zu doll Angst, hier was an den Augen machen zu lassen. Was, bitte? Ich habe nichts machen lassen, nein. Nein, das ist ein anderes Make-up. Geliftet? Nein. Ich bin heute ein bisschen ausgeschlafen, ausgeschlafener als sonst. Sie können auftreten. Gewebeverlust und Gewebeveränderungen am Auge, das ist immer so eine Sache, wo ich sagen würde, will man das? Und dieses Verfärben, lange Wimpern, ist einem diese lange Wimper das wert? Fragezeichen. Verfärbung der Iris. Oh Leute, dann werden meine schönen. Ich habe übrigens grüne Augen, wusstet ihr das? Ilka, vielen Dank für dein Abo. Man muss die Nebenwirkungen auch kennzeichnen. Und das ist, leider so eine Sache, wo ich sage, ist einem das wert? Wenn es einem das wert ist, bitte verwendet das ruhig an den Augenbrauen. An den Augenbrauen, diese Derivate sind total fein. Exakt das würde ich nämlich auch sagen. An den Augenbrauen ist es relativ, würde ich auch vom Laien her sagen, denke ich mal, ungefährlicher als direkt am Auge. Direkt am Lid. Das finde ich schon bedenklich. Scheint es keine Nebenwirkungen zu geben, die problematisch sind. Am Auge bin ich mal sofort, ist ein Organ, nehmt das wahr. Ne? Also das ist nicht ohne Haut, ist auch ein Organ. Aber die Reizung, die kriegt man ein paar Tage weg. Ich möchte das Auge nicht beschädigen. Genau, habt das nur im Auge. Ist das Serum, die Influencer bewerben, toll. Da sind auch Prostaglandin-Derivate drin. Die kennzeichnen das halt nicht. Also da ist ein Öl drin, was aus Korallen gewonnen wird. Darüber kann man auch diskutieren, wenn man das supporten möchte. Ihr seid nicht dazu gezwungen, immer diesen einen Lash und Brow Booster zu kaufen. Wenn ihr es machen möchtet, macht es. Keiner hält euch davon ab. Nutzt euren Rabattcode. Aber es ist nicht der einzige Lash und Brow Booster der Welt. Ihr müsst es nicht immer von dieser Seite auch kaufen. Ich habe bereits ein tolles Video gemacht zu dieser Seite und wer eigentlich dahinter steckt, einige von euch werden das noch wissen. Denn niemand möchte euch schaden, niemand möchte euch was wegnehmen. Ganz im Gegenteil, man will euch eigentlich nur helfen. Und auch vielleicht ein bisschen Geld sparen. Thema Trockenshampoo ist einer meiner Lieblingsutensilien, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das auf jeder Reise dabei. Ich habe es zu Hause in mehrfacher Ausführung, einfach weil ich keinen Bock habe, mir so oft die Haare zu waschen. Trockenshampoo beste. Denn einige Trockenshampoo-Hersteller werben sogar damit, dass man ihr Trockenshampoo über Nacht einwirken lassen kann für ein langlebiges Ergebnis. Das mache ich sogar oft. Oh Gott. Bitte vermies mir das nicht. Und ein gutes Ergebnis. Und ja, was ich gehört habe, hat mich nicht glücklich gemacht. Trockenshampoo, Fluch oder Segen? Tatsächlich beides. Also Trockenshampoo ergibt Sinn. Ne? Du hast fettige Haare, du sparst morgens auf, du hast fettige Haare, kein Bock oder keine Zeit zu duschen, muss schnell gehen, bam, 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 super. Wichtig, Trockenshampoo bitte auswaschen. Das muss ausgewaschen werden, noch an dem gleichen Tag. Ihr solltet nicht damit schlafen. Nein, Trockenshampoo wird nicht über Nacht auf die Kopfhaut geklappt. Ich weiß, es ist ein Trend. Oh Gott, Offended des Todes, ne? Ich weiß. Oh, ich bin Offended des Todes. Ich mache das voll oft. Oh nein, was passiert jetzt mit meinem schönen Haar? Ich sag euch, okay, bevor ihr jetzt rantet, wie schlimm das ist, sage ich euch jetzt meinen positiven Effekt. Also ganz ehrlich, wenn ich
sagen wir mal, irgendwie abends schon leicht fettige Haare habe und dann morgens aufstehe, dann habe ich so fettige Haare, dass das selbst mit Trockenshampoo nicht mehr gut aussieht. Aber wenn ich dann abends Trockenshampoo drauf mache, es leicht verteile mit einem Shampoo und dann morgens aufwache, sind meine Haare wirklich sehr, sehr fresh. Also ich meine, ich wasche eh jeden dritten Tag oder so spätestens meine Haare, weil ich Sport mache. Ich check das nie, wie Leute Sport machen können, ohne ihre Haare zu waschen. Also dann machst du vielleicht Sport, aber also wie kann man denn so wenig schwitzen? Das ist ja bemerkenswert. Dementsprechend, aber so einmal Trockenshampoo zwischen der Wäsche ist schon irgendwie bei mir die Regel. Oh nein, und jetzt wird mir wahrscheinlich gesagt, wie fucking ungesund das ist. Weil meine Träume zerstört. Das Problem ist, Trockenshampoo besteht aus fettabsorbierenden Stoffen, Talkum, Reisstärke, Maisstärke, irgendwie diese Sachen werden genommen. Die absorbieren halt alle Fett, Hautsebum. Das sollen die absorbieren, das ist ihr Job. Und das machen die auch super. Das Problem ist, sie entfetten sehr, sehr, sehr stark. Das sollen sie ja auch. Sie sollen ja sehr stark entfetten. Du willst ja schnell frisch wirkendes Haar haben. Das Problem ist halt, auf Dauer, bei regelmäßiger Anwendung, macht es die Haut instabil, die Kopfhaut. Deine Barriere wird schwächer, du kannst Schuppen bekommen, du kannst Reizung bekommen, du kannst Rötung bekommen. Die Sachen sind auch krass parfümiert, das darf man gar nicht unterschätzen. Die sind heftig. Okay, habe ich jetzt nicht, aber gut zu wissen. Heftig parfümiert. Soll ja gut riechen, weil wir wollen ja nicht Hautfett riechen. Ist doch alles okay, bitte wascht das einfach nur aus. Am Ende des Tages muss es nicht ausbürsten, eure Haare müssen gewaschen werden. Das ist ganz wichtig, weil Trockenshampoo einfach auf Dauer nicht in den Haaren sein sollte. Ich weiß, es ist ein Trend, über Nacht seine Haare ganz krass mit Trockenshampoo zu besprühen. Trockenshampoo reizt die Kopfhaut. So. Leon, mach doch nicht diesen. Zerstört nicht mein ganzes Leben. Sophia, vielen Dank für dein Prime-Abo. Kuss geht Das ist einfach. Das lohnt sich nicht. raus. Ich Kann bin man die echt der Haare neue täglich waschen oder sollte man Danke. Lieber ein paar Tage dazwischen lassen? Auch wieder Genetik. Wenn du genetisch bedingte fettige Kopfhaut hast, solltest du sie regelmäßig reinigen. Viel Sebumproduktion und nicht waschen kann dazu führen, dass Haare ausfallen. Das kann tatsächlich dazu führen, weil die Bakterien, die auf der Kopfhaut leben oder überall leben, von unserem Hautfett sich ernähren und dann dementsprechend auch Ausscheidungen haben. Atme mal. Du hast da Dreck auf der Kamera oder einen Pixelfehler in der Cam. Was? Das will ich sehen. Einen Moment. Oh ja, da. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Aber ich glaube, das ist in meinen normalen Videos nicht. Das heißt, das liegt wahrscheinlich an OBS oder so. Versuch Kann mal das durch die sein? Nase einzuatmen. Das hilft immer am besten, wenn Da. man sich verschluckt hat. Oh Du musst jetzt so nein. solidarisch mit. Muss man täglich waschen? Ich würde per se Scharfschützen haben mich sagen, im Visier. nein. Wenn du sehr ölige Kopfhaut hast, versuch zumindest jeden zweiten Tag zu waschen. Weil, wie gesagt, tägliches Duschen ist einfach generell nicht gut für deine Haut. Generell sind generelle Tipps nicht nur für fettige Haare. Videovorschläge Generell kann nicht für man Haare. gerne in Form machen, indem man sie hier reinschreibt Wenn einfach. es geht. Nicht zu heiß zu duschen, Am versucht besten lauwarm, öfter, wenn sonst sehe ich möglich. das nicht. Wenn ihr sehr fettiges Haar habt, dann wascht von mir aus täglich. Achtet immer so ein bisschen drauf. Versucht ein mildes Shampoo zu nehmen. Versucht immer. Boah, täglich waschen ist schon wild. Ich würde dann, wenn, alle 2 Tage. Und dann halt zwischendurch irgendwie einen Zopf machen oder so. Und wie so oft macht die Menge das Gift? Genauso ist es. In Maßen Also alles. mildere Shampoos zu nehmen, dass sie nicht die Kopfhaut komplett kaputt macht. Muss man so ein bisschen gucken. Ich habe natürlich auf Instagram sehr viele Shampoos gelistet, welche mild sind. Ihr merkt das, wenn es eurer Kopfhaut scheiße geht. Ihr merkt das schon. Man will Jetzt sie nicht juckt's mich, einstellen. ey. Wenn du viel kratzt und viel und jetzt nach dem Waschen und dann trocken Kopfhaut. Ihr macht eure Haare spröde mit dem ganzen Styling. Und Föhn ist zum Beispiel gerechtfertigt. Aber Föhn, das ist ganz kurz nur, wenn du mit Hitze föhnst, musst du einen Hitzeschutz nehmen. Wenn du sagst, ich will aber stylen, ich habe nur rund. Ich, wie ich mad bin auf mich, weil ich keinen Hitzeschutz nutze. Ey, same. Ich benutze auch nie Hitzeschutz. Ah, meine armen Haare, die schreien so, die hängen hier unten so und denken so, was bist du für eine blöde Also, ich Alte. meine Haare in Form bringen, brauchst du einen Hitzeschutz. Weil Erkenne den Film, Movie Quiz, okay. Hitzeschutz ist Silikone zum Beispiel. Movie Quiz, muss ich mir noch später Sind angucken. tatsächlich Schützen vor Hitze und sollten auch angewendet werden. Tägliche Hitze zerstört Haare. Das braucht Obwohl man man nicht nur Rundbürste nimmt, muss man schon Hitzeschutz nehmen. Sollte man, ja. Ja, krass, ne? Ach, Eigentlich macht es Sinn, aber man denkt nicht so richtig drüber nach. das ist auch überhaupt nicht so schlimm. Dafür sind wir ja da, deswegen klären wir ja auf. Das ist jetzt unser Move, ist das jetzt unser Das ist Ding? jetzt, ist das jetzt unser, oh mein Gott. Shampoos und Masken, die versprechen, das Haar wieder schön und geschmeidig zu machen, das kaputte Haar wieder zu reparieren oder sogar versprechen, Haarausfall zu reduzieren und Haarwachstum aktiv zu fördern. Volles und gesundes Haar ist das, was sich viele Menschen wünschen. Und durch Vergleiche mit Menschen, die eine Ah, fortgeschrittene wechseln Sie den Haarstruktur haben und Akku! fördern dazu, dass wir alles Das dafür sind ja tun würden und haarsträubende Unmengen an Geld Maßnahmen hier. ausgeben, Einen um Moment. unser Haar genauso schön aussehen zu lassen. Und wir vertrauen Firmen, die uns versprechen, dass sie genau dieses Ergebnis erzielen werden. Doch nicht alle
beide wollen das Beste für uns, was es dem Verbraucher definitiv schwerer macht, zwischen guten und weniger guten Produkten zu unterscheiden. Gerade durch den Überfluss, den wir täglich auf beispielsweise Instagram erhalten und durch die ganzen coolen Codes. Yeah. Wichtig ist es, sich zu informieren, egal ob bei Ärzten oder vielleicht bei Leon oder bei mir oder bei uns zusammen. Denn Ziel ist es ja nicht, die Firmen, die wir beleuchten, jeweils auf Leons Kanal oder auf meinem Kanal schlecht zu machen, sondern doch. Ziel ist es, herauszufinden, wie viel Wirkung und wie viel Wahrheit dahinter steckt. Oder mit Mythen aufzuklären, brauchen wir überhaupt diese Produkte, brauchen wir diese Inhaltsstoffe und sind diese Inhaltsstoffe wirklich so gut, wie das die Firmen versprechen. Und wenn ihr euch für genau das interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall bei Leon vorbeischauen, denn er hat diverse Beiträge zu verschiedenen Firmen. Danke dir, Leon. Danke dir, Sascha. Gute Video. Egal ob bei Spülungen, Shampoos oder auch Hautprodukten. Wenn ihr sehr interessant. Schaut bei Sascha vorbei. Eine große Portion Ehrlichkeit vertragt, rauf da. Ich habe gelernt, ich darf nicht zu oft mein fucking Trockenshampoo benutzen. Zumindest nicht über Nacht. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem noch ab und zu machen. Oder?